Eins, zwei, drei, komm. Und Geschicklichkeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, es reicht. Es reicht. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Elex. In der letzten Aufnahme haben wir hier einen Kurier getroffen, oder besser gesagt, wir waren der Kurier und haben auf halber Strecke jemanden getroffen. Hier unten, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Und haben dem eine riesen Packung Elex gegeben. Ne, der ist weg. Der hat sich schon verdünnisiert. Für Kampfmaschinen, für Alessa. Ja, und er hat uns auch verraten, dass es hier irgendwo irgendwas gibt, bei Klippen hieß es, wo man quasi eine Zuflucht finden kann oder sowas. Da ist natürlich die Frage, wo soll das jetzt hier sein, ne? Ich meine, hier waren wir schon, da ist in jedem Falle nichts, ne? Ich würde ja fast sagen, das Ding hier, oder? Das sieht doch verdächtig danach aus. Oder halt das Ding, das sieht wie eine Burg aus. Wie eine alte Burg, gucken wir mal. Hier die Türme. Wäre interessant. Aber zuerst gehen wir, glaube ich, mal zurück nach Alessa. Oder ist es kürzer, wenn wir jetzt dahin marschieren? Ich meine, das ist nicht so weit weg, ne? Und hier kommt man irgendwie auch von hinten ran. Von hier unten. Ja, dann gehen wir erstmal nach Alessa zurück. Gucken mal, ob das was gebracht hat. Dass wir denen hier das Geld gegeben haben. Wir sagen mal dem Chef da Bescheid. Ah, wobei war ja gar nicht der Chef, ne, der uns da den Auftrag gegeben hatte, sondern ein anderer Heinz. Na, moin, alles gut? Weitergehen. Okay, alles gut hier. Sauber. Bettler ist auch noch da. Na, redest du noch mit mir? Kaum einer lässt noch etwas springen. Ja, ja, ja. Wenn du auch immer gleich 100 Elex haben willst. Das ist ja auch echt unverschämt, ne? Unverschämt. Ich habe das schon mal gehört. Ja, ja, ich höre das auch ständig. Ist das so? Ja, absolut. Hier, moin. Ich habe dein Elex überbracht. Der Auftrag ist erledigt. Ich habe das Elex überbracht. Gut. Dann heißt es jetzt abwarten, bis unsere mechanischen Wächter ankommen. Ich hoffe, die Frontlinien machen unseren Brüdern keinen Strich durch die Rechnung. Du kannst jedenfalls mit Stolz auf dich hinabblicken. Deine selbstlose Tat spricht für sich. Selbstlos? Ich arbeite nicht umsonst. Das war das einzig Richtige. Hier, nee, nix selbstlos, mein Freund. Selbstlos? Ich arbeite nicht umsonst. Meine Mittel sind begrenzt. Nichts kann vergeudet werden. Das Gleiche gilt für meine Geduld. Die hat Grenzen. Schon gut. Ich will deine Leistung ja nicht schmälern. Hier. Na, wow. Wow. 100 Dinger. Ach, das ist ja... Puh. So viel auf einmal. Na, irgendwas los? Nur eine Amtszeit. Dann kann ich in den Ruhestand. Ja. Also nichts los. Wunderbar. Haben wir hier noch irgendwelche Quests? Oder sind wir jetzt hier komplett durch? Da muss ich nämlich mal ganz kurz gucken. Ha, die Waffe aufwerten wäre auch mal cool oder so. Ich hätte gern wieder so ein Berserker-Schwert und das würde ich dann aufwerten wollen. Und dann würde ich mit dem Schwert gerne kämpfen, mit dem aufgewerteten. Und mir dann auch hier die Punkte entsprechend verteilen. Was hat man denn jetzt hier, oder? Kampf. Im Zweifel haben wir den hier irgendwann mal. Das dauert natürlich noch 3 Jahre, bis wir den mal benutzen können. Wir haben einen Lernpunkt. Also wir könnten auch irgendwas lernen. So, die Frage was? Also das kriegt man demnächst nicht. Das könnte man machen. Die Tiertrophäen 2. Geschick 30 und Intelligenz 35. Das würde gut gehen. Abenteurer. Zeigt alle Teleporter auf der Karte an. Na, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Guten Esser haben wir ja schon. Was ist denn das überhaupt? Überleben hier wieder. Sechster Sinn. Zeigt Feinde. Na, das geht demnächst, ne? Extra Hitpoints haben wir schon. Ausdauer dauert noch. Ja, Tiertrophäen 2 wäre halt so eine Idee, ne? Brauchen nicht so viele Punkte. Allerdings vielleicht auch aufheben und was anderes benutzen. Klauen könnte man machen.
Man klaut nur zweimal. Erlaubt ihr beim Taschendiebstahl einen zweiten Gegenstand zu klauen? Das dauert noch. Klauen könnte man machen. Waffe ausrüsten haben wir. Goldschmied haben wir. Sockel einsetzen haben wir. Haben wir nicht. Goldschmied und Sockel einsetzen haben wir nicht. Sorry. Aber Sockel einsetzen könnte ich lernen. Und Chemie habe ich auch schon gelernt. Können wir beim Kampf irgendwas lernen? Weil ich mache so wenig Schaden. Also Nahkampf geht demnächst nicht. Angriffsstärke geht aber. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Das wäre eigentlich wichtig, ne? Ich glaube, das sollte ich als nächstes mal machen. Damit ich vielleicht wenigstens ein bisschen Schaden mache. Ja, die Angriffsstärke. Paradestärke lässt sich bei jedem in der Stufe weniger schnell straucheln. Wuchtschlag. Erhöht den Schaden deiner Spezialattacke im Nahkampf mit jeder Stufe. Das wäre auch eine Idee. Aber hier die Angriffsstärke. Haben wir hier irgendwo einen Lehrer, der das kann? Wir haben hier verschiedenste Händler. Aber keine Lehrer. Ich meine, ich kann das in Goliath lernen. Da könnte ich mich eigentlich einfach hinporten. Hier hinten ist irgendein Lehrer. Aber das war für Handwerk. Ja, wir haben hier mächtige Probleme. Ich weiß. Ich brauche einen Kampflehrer. Wer hier könnte Kampf lehren? Eigentlich nur... Hier war doch irgendwo der Chef. Der irgendwas... Hier, Koopa. Du bist doch jetzt bestimmt sauer auf mich, oder? Gibt's noch was? Nö, okay, gut. Du bist nicht sauer auf mich. Du willst bloß nichts mit mir zu tun haben. Ich gehe nochmal hier durch. Vielleicht finde ich jemanden, der mir was... Das sind Händler, ne? Bräuchte ja was Blaues. Blau ist Lehrer. Ich halte mich da raus. Ja. Würde ich ummachen. Vor allen Dingen, wenn ich nicht kann. Gehen Lehrer sein. Ich nehme mehr Schaden machen. Jörg, konntest du irgendwas? Die Kumpelstadt ist unsere letzte Hoffnung. Nee, du konntest nix. Achso, hier ist okay, na. Komm. Du hast neben am Weg rumstehen. Ich brauche einen Lehrer. Einen dringenden Lehrer. Hier ist niemand. Babak hätte das vielleicht gekonnt, ne? Ich meine, der freut sich ja auch. Hau ab! Ja, aber der ist nie zu gut auf mich zu sprechen. Und der hier drüben auch, ne? Orik? Jetzt nicht. Achso, ja. Hau ab! Mit Alps! Ja, die mögen mich alle nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz nach Goliath. Und gucken mal dort, ob wir einen Trainer für Kampf finden. Ich bin gerade überlegen, wer davon Kampftrainer war. Wenn hier rechts ist gleich irgendein Trainer. Überleben war der links, der Typ. Was ist denn jetzt hier rechts für ihn? Ne? Ich flieg da mal hin kurz. Wer bist denn du? Hey, du Arsch! Hakon! Hast wohl geglaubt, du kommst damit durch, was? Du hast mich belogen, was die Position der Alps angeht. Aha. Dir, Alpfreund, werde ich jetzt zeigen, wie wir mit Lügnern in unserer Stadt verfahren. Komm her! Dich, Arschloch, hol ich mir! Ja. Ey! Jetzt noch! Ja, komm! Nimm das! Krieg dich schon! Wieder ein Kampf hier, ja. Ich hau ab. Hey, cool, ich hab Schaden gemacht. Ja, schnell weg. Machen irgendwie Schaden, oder? Ja, gut. Ja, komm. Schön, Hälfte ist weg von ihm. Ja, und los. Immer voll drauf hier. Oh Gott, der voll daneben gehackt. Schnell weg. Wenn er mich noch einmal trifft, ist nämlich vorbei. So, aber der trifft, ne? Der ist nämlich doof. Na, ja, hier. Nimm das. Du kannst auch gerne mal umfallen. Echt mal, Kollege. Da hätte ich nichts dagegen. Echt. Ja, daneben gehackt. Sehr gut. Ja.
Komm, das ist es mit dir. Ah, tot. Ja. Auch gut. Da war ein Lehrer. Ich weiß nicht für was, aber jetzt ist er weg. Die Nebelkrähen beobachten dich. Ja, ja. Ganz schlimm. Ja, ja, gut. Hat's mich doch nochmal in den Arsch gebissen, dass ich ihn belogen habe. Ich dachte, ich komme damit durch. Aber naja, gut. Er war eh ein Arsch, ne? Von daher ist jetzt nicht ganz so schlimm. Im Leben wird einem nichts geschenkt. Das Doofe ist bloß, dass er ein Lehrer war. Was hat sie gelehrt? Persönlichkeit, ne? Ich sehe das ganz locker. Naja, ich sehe das auch ganz locker. Du. Da hinten ist ein Lehrer für Handwerk, war das, glaube ich. Ich dachte ja, Komak, oder wie der hieß, war Lehrer für Kampf. Und der war ganz oben. Gehe ich da mal hin. Ich weiß gar nicht, was Hakon für ein Lehrer war. Aber wahrscheinlich nichts Wichtiges. Weil, habe ich noch nie gebraucht. Vielleicht hat er auch Kampf beigebracht. Könnte ich mir vorstellen. Oder aber er war komplett nutzlos. Keine Ahnung. Ich hoffe, der war nutzlos. Ja, jetzt ist er in jedem Fall nämlich hinüber. Der Lamp bringt mir nichts mehr bei. Hier, Comic. Warte. Ach nee, du bist bloß Werker. Ja. Ich brauche einen Lehrer. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Brauch mehr Angriffsstärke, ja. Danke sehr. So. Jetzt habe ich Kampf wieder plus 1. Sehe ich das jetzt irgendwie, dass ich mehr Schaden mache? Wenn ich hier meine Waffe auswähle? Macht 30 Schaden. Keine Ahnung, ob das jetzt mehr ist als vorher. Hier steht immer noch 53 drin, ne? Ich glaube, nee. Ich glaube, das hat jetzt so gefühlt erstmal nichts gebracht. Vielleicht, wenn ich jetzt wieder gegen irgendwen kämpfe, dass ich merke, oh, jetzt geht's aber viel besser. Ich hoffe es. Weil ich mache ja im Vergleich zu Duras, mache ich ja echt überhaupt keinen Schaden. Ich hätte gern so ein Berserker-Schwert und das dann aufgewertet. Ich habe ja noch Punkte hier. Wie viele Punkte haben wir denn? 25 sogar. Ich könnte sogar ein bisschen was lernen. Da unten, ich gehe mal hin. Die haben ja da einen Waffen- und einen Rüstungshändler unten rumstehen. Den quatschen wir mal schnell an. Gucken, was der so zu sagen hat. Das ist Hakon tot. Ich weiß nie, ob das irgendwas bewirkt. Ich kann dann auch gleich nochmal mit dem Chef reden hier. Und dem mal sagen, hier, ich war schon in Alessa, da ist jetzt alles pronto. Er kann mir später die Magie beibringen, das weiß ich. Das will ich auf jeden Fall auch noch. Deswegen muss ich mir eigentlich ein paar Punkte aufheben. Dass ich dann, wenn ich mich denen angeschlossen habe, gleich die Magie ein bisschen lernen kann. Das wäre ganz nett. Hier ist kein Händler, ne? Also doch, ein Händler schon. Kein Lehrer, meine ich. Hier, zeige mich deine Ware. Verstanden. Vielleicht war Hakon für Diebstahl und so ein Zeug. Weiß es nicht. Ich muss dann gleich mal gucken, was der hätte Lehrer für sein können. Hier, Breitschwert 1. Das ist doch das aufgewertete, oder? Einfaches Breitschwert der Berserker kann verbessert werden. Brauchst du 36 Stärke, 36 Geschicklichkeit und machst 9 Schaden mehr. 900 Elex. Und das aufgewertete Beil? Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, 36 und 36 zu kriegen. Ich brauche bloß 3 Punkte Stärke und ein paar Punkte Geschicklichkeit. Dann hätte ich 9 Schaden mehr. Warte mal, das gucke ich mir mal ganz kurz an. Wenn ich das hinkriege, kaufe ich das Ding. Ja, ja, komm. 1, 2, 3, komm. Und Geschicklichkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es reicht. Es reicht. Ja, komm, übernehmen. Wunderbar. Wir holen uns jetzt das verbesserte Breitschwert. Zeige mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Das kämpfte sich ja gut. Und, ja, hier, komm, du kannst gleich irgendwas von mir haben, dass das nie ganz so teuer wird für mich. Ich habe doch bestimmt wieder irgendwelches Zeug von Kreaturen gekriegt. Das gebe ich ihm gleich mal. Hier, Federn kannst du alle haben. Krallen kannst du alle haben.
Zähne kannst du auch alle haben. Dann sieht das schon wieder ein bisschen besser aus hier und die Knochen auch. Elektroschrott und Metallschrott behalte ich mal. Ich weiß noch nicht, ob ich den Wert brauche. Mine ist viel wert, ne? Können ja mal so, ja, 30 kann er mal haben. Ja, den Handel akzeptieren wir. Wunderbar. Und dann hätte ich gerne ein anderes Schwert. Yay! Mehr Schaden! Ja. Danke sehr. Jetzt aber. Wenn wir jetzt Gegner finden, die können wir so richtig schön vermöbeln. So will ich das sehen. Ja, was ich jetzt natürlich noch nicht kann, ist Sockel einsetzen und so ein Spaß. Und ich muss noch eine Chemiestation irgendwo finden, dass ich mal meine Tränke brauen kann. Oder ging das hier mit an der Werkbank? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh, doch, hier Tränke brauen. Doch, geht. Hier, starker Elix-Trank gibt Lernpunkte. Ein. Wie viele kann ich denn davon? Das ist das falsche Rezept. Ich hätte gerne das andere Rezept. Ach so. Ach so, ach so. Ja, das ist natürlich auch nice. Elix, zwei Elix-Tränke und ein bisschen reines Elix und du kriegst einen Lernpunkt. Oh, das mach mal. Oh, das mach mal. Ja, ja. Kleiner Elix-Trank kann ich auch aufwerten. Dann spare ich mir Schnaps und Elix. Ja, dann machen wir das mal. Ja, genau. Zwei Stück. Danke sehr. Und jetzt hätte ich gerne hier den starken Elix-Trank. Danke sehr. Okay, den ziehen wir uns gleich mal voll rein. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ich weiß, macht aber nichts. Ich lerne jetzt. So, ich habe hier irgendwo was Cooles. Hier möchte ich ja Mana-Trank. Möchte ich alles nicht. Wo hat er denn jetzt den? Hier, starker Elix-Trank. Ein Lernpunkt. Kälte gestiegen. Okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Macht aber nichts. Wir haben jetzt einen Lernpunkt dazu gekriegt. Immer dieser Technik-Kram. Wofür wollen wir den verwenden? Das ist ja jetzt auch schon mal sehr nice. Ich habe jetzt bloß 3 Attributspunkte noch. Also damit gewinnen wir jetzt nicht mehr viel. Ja, das wäre noch interessant gewesen. Habe ich jetzt nie genug Lernpunkte, um das zu lernen. Wuchtschlag 2 geht auch ne, weil nicht genug. Ah, Gerissenheit. Aber Sockel einsetzen könnte man machen. Oder Goldschmied, was ist das? Du kannst in der Werkbank Ringe und Amulette herstellen. Das wäre später auch nochmal cool. Du kannst gesockelte Waffen an einer Werkbank mit magischen Steinen ausrüsten. Aber ich glaube, meine Waffe hat keinen Sockel. Technik-Kram. Ja, ja. Sehr gut. Sehe ich das irgendwo? Nee, das hat keinen Sockel. Oder? Muss mal gucken. Ja, Munition, nee, warte mal. Was ist das hier? Goldschmied? Das hier ist Sockeln, okay. Blauer Stein, was macht der? Bonus Gesundheit pro Treffer. Okay. Adjuster, Bonus Gesundheit. Gelber Stein bringt Malus Resistenzen des Gegners. Sehr gut. Im Adjuster Bonus Resistenz. Der weiße Stein. Bonus Schaden Gefährten oder Bonus Gefährten Gesundheit. Je nachdem, wo man ihn einsetzt. Davon verstehe ich nichts. Davon verstehe ich nichts. Ja, okay. Was macht denn Waffe aufwerten? Das Breitschwert auf 3 zum Beispiel. Das hat 3 Sockel. Also ich könnte hier 3 Sockel reinschmeißen. Pures Mana. Ich kann das Ding auch aufwerten, das ist auch cool. Dann macht's plus 17 Schaden, also richtig scheiße viel. Aber 49 Stärke, 49 Geschick. Überlegendes Reitschwert der Berserker. Es ruft nach einer magischen Erweiterung. Ja. Waffe modifizieren. Braucht man Waffe verzaubern, okay. Ich glaube, das kann ich später mal lernen.
Will ich denn jetzt Sockeln lernen? Was kann ich denn Lass noch lernen? Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Persönlichkeit. Attributspunkte. Gib dir sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Oh, da war das ja ein guter Tausch mit dem Elex-Punkt. Aber da fehlt mir die Gerissenheit. Für erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung. Für getötete Feinde fehlt auch alles. Bücherwurm, das ist dasselbe. Falschen geht nee. Kampftheorie. Erhöht deinen Kampfwert. Nee, das brauchen wir alles nicht. Persönlichkeitstheorie. Gruppe. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Ich will ja irgendwann aber mal alleine kämpfen können. Im Moment mache ich es noch nie, weil ich einfach noch zu schwach bin, ne? Wenn ich jetzt hier alleine loskämpfe, da komme ich nicht weit. Zahle weniger für deine Verbrechen. Tierfreund. Schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Attribut. Gibt dir einen zusätzlichen Attributspunkt mit jeder Stufe. Mit jedem Levelaufstieg. Das ist natürlich auch stark. Emotional. Sofern deine Kälte... Nee, das bringt nichts. Ah, okay, da brauchen wir nichts zu lernen. Oh, verdammte Technik. Oder ich behalte es halt für hier. Wenn ich dann Berserker bin, dass ich dann gleich hier Magie skillen kann und was weiß ich. Dann müssen wir dann später Gerissenheit und Intelligenz skillen. Okay, wir haben ja jetzt... will ich das so lassen? Ich habe doch jetzt... ich habe ja Steine. Ich bin halt am Überlegen wegen den Sockeln, ne? Gelben Stein... kleiner gelber Stein. Was ist das jetzt hier? Kleiner gelber Stein. Gelber Stein. Wieso? Was ist jetzt der Unterschied zwischen kleinen? Kann mit geeigneter Waffe oder dem Adjuster kombiniert werden. Gelber Stein. Wieso? Wie kriegt man denn einen kleinen... Hier ist ja auch, pass auf, kleiner blauer Stein und blauer Stein. Ach hier, Zutaten. Kleiner blauer Stein mal 4. Das heißt, ich kann eigentlich nur den weißen Stein aufwerten, ne? Dann wird daraus ein großer, oder besser gesagt ein normaler. Okay, dann lohnt sich das ja eh noch, ne? Dann hebe ich mir die Punkte erstmal auf. So, und wir gehen jetzt hier hoch. Auf zurück nach Abessa. Komm. Und dann latscht man da mal los in die Richtung, wo ich gedacht habe, dass man da vielleicht... Hier. Hier hin will ich. Müssen wir irgendwie... ja, in diese Richtung. Und dann da rechts am Berg rum, auf den Berg hoch. Mal sehen. Mal sehen. Ob da eine schöne Zuflucht ist. Vielleicht hätte ich mehr Tränke brauen sollen können. Nochmal so einen Elix-Trank zusammen meiern. Huch. Er badet da erstmal schön. Auch gut. Den lass mal in Ruhe. Auch wenn ich jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen stärker am Kämpfen bin. Ich glaube, mit so eben muss ich mich noch näher anlegen. Ja, kann ich das nächste Mal dann gucken, ob ich mir nicht vielleicht... noch so einen Elix-Trank zusammenbraue und dann 10 Attributspunkte davon dafür mache, ne? Wäre ja eine Idee. Bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich. Ich muss in die Richtung, ne? Ich sehe es leider nicht so richtig, aber ich glaube, ich gucke jetzt nach da. Was haben wir denn hier für ein Ding? Was bist du? Und da hinten auch noch. Eine Blutkralle! Aua! Hau mich nicht. Hey, ich hab einen Schaden gemacht. Ja, nimm das. Okay, den Raptor krieg mal. Oh Gott. Na, da kommt der zweite. Ja. Ah, Ende. Also so viel mehr Schaden als vorher machen wir jetzt nicht. Mist, dass die beiden da kommen wollen. Ja, komm, ich hab daneben gehauen, du weißt. Nein, geh aus dem Weg. Ja, in den Hintern. Komm.
Okay, macht doch schon ein bisschen Schaden an dem Viech. Nur halt der schwere Schlag nicht unbedingt. Hier, nimm das. Ich hau immer zwischendurch ab, damit der komische Viech da hinten nicht kommt. Komm, weiter angreifen. Kommt er? Nee.